Hallo. Hallo. Hallo, hallo Kobi. Hallo. Hallo. Kolle, mach du doch mal die Anmoderation. Ich weiß nicht, was hier passiert. Kommt Ich ein habe Cold keine Ahnung. Opener oder kommt kein Cold Opener? Nee, ist kein Cold Opener. Wir sind Okay, sogar dann ist ohne Cold Opener. Herzlich willkommen zu Das Geheimrezept. Super krass geheim. Geht es durch die Küche? Ich bin heute Opfer, du bist Täter oder umgekehrt. Kogi, du hast mir ein Rezept gegeben und ich soll es kochen. Ja, pass auf. Und zwar, die Wahrheit ist die, Andreas hat gemeint, Mensch, der Colin, der will kochen und bring doch mal ein Rezept mit. Und das ist ein Rezept mit folgenden Zutaten. Ich habe es mal aufgeschrieben, weil ich es vercheckt habe. Hast du Kassler? Hast du Kassler Jawohl, bestanden? Kassler habe ich. Das ist sehr wichtig. Sag mal, oh, schon im Kühlschrank, das ist gut. Wie viel Kassler hast du denn gekauft? Also ich habe einkaufen lassen und Okay. es sollte für zwei Personen, für zwei hungrige Personen sein. Sag Weißt mal. du, wenn die Firma schon zahlt, Habe ich ja, noch nie gesehen. Geil. das ist das Stück Kassler. Sieht man natürlich schon so ein bisschen, ne? Ihr kennt mich, da sind so Sachen dran. Ich schneide die hinterher weg. Was willst du wegschneiden? Was genau? Die Fettkimmer da oben drauf. Hier dieses gemusterte irgendwas, wo du weißt, du beißt jetzt das Innenleben, das ist okay. Aber alles, was so Captain Sergeant Schwabbel und so seine lätschigen, schäbigen Sehnenfreunde, die haben in meinem Mundraum nichts zu suchen. So. Okay, das ist der Kasper. Sieht auf jeden Fall super aus. Du wirst ihn gleich schneiden müssen auf Anraten. Du hast auch Kartoffeln, die ich sehe. Das brauchst du nicht zeigen. Hast du Milch? Ja, also voll Fett oder nicht voll Fett? Was du hast, nehme ich. Hast du beides? Ich hätte beides. Ich brauche. Ja, okay, dann nehme ich Vollfett natürlich. Das ist allerdings die Milch, aber das soll ich jetzt moralisch nicht unter Druck setzen. Ich trinke selber keine Vollfettmilch. Ich nehme die 1,5-prozentige im Kaffee und sonst. Mein Sohn, der Leo, der braucht natürlich die volle Dröhnung Fett. Das ist also eine Ration, die ich ihm an Glück und Zukunftsperspektive dann. Aber gut, es ist okay. Ey, Milch ist ekelig, wir Leo wissen es. Milch, Vollfett. Okay, du hast Zwiebeln? Jawohl. Klickst du denn hier Cool. drauf, oder? Du hast Sauerkraut? Ja, sauer, ganz kurz, Zwiebeln rot oder hier Stani? Ich finde, ich hätte dir mehr Angaben machen müssen, ne? Nee, ist also Ich tatsächlich. habe ja beides da. Du, dann lass uns die. Dann lass die Stani nehmen. Stani, alles Ja, klar? Stani sind gut dafür. Ja. Dann Sauerkraut hast du? Ja, aber jetzt halt so ein olles Sauerkraut. Aus der Also Dose. das, was ich halt bekommen habe hier beim Das ist Discounter meines Vertrauens. das Allerbeste. Wundervoll. Sehr schön. Wenn du das sagst. Ich sage das und hast du Lorbeerblätter? Ja, ne? Ja, Schon ein paar. ich Guck auch. mal, Gewürzschrank, alles Paletti bei Dafür. Easy peasy, cool. Wir brauchen noch ein paar Gewürze und Öl und Butter. Sowas hast du auch, ne? Zum Braten und so. Butter habe ich sogar reichlich. Letztens war nämlich meine Lieblings-Salzbutter im Angebot. Habe ich gleich Das mehrfach. Butterfässchen, Colin, Es war es gibt's das? nicht mehr. Es gibt das Butterfässchen nicht mehr. Und ich habe da sogar angefragt, schriftlich, wohin das Butterfässchen verschwunden sei. Und dann sagten sie mir, dass ihre butterigen Herzen von Trauer erfüllt seien. Das ist jetzt kein Witz, aber es habe sich nicht rentiert, das Butterfässchen im Programm zu halten. Und deswegen ist das Butterfässchen vor ein paar Jahren gestorben. Ah, das ist enttäuschend, Das ist aber. der Moment für Patreon und Crowdfunding, meine Damen und Herren. Hier sollte man vielleicht mal eine Petition starten. Colin, Nee. du hast gleich Weltfrieden was und so, ne? Und Regenwald, da ist die Unterschrift schnell dabei. Aber wenn es darum geht, das Butterfässchen, eine Institution im Kühlfettregal. Ach, was rede ich mich überhaupt auf? Colin, Kogi, bitte. was brauchen wir noch? Wir haben nicht so viel Zeit. Und brauchst einen Stampfer, einen schönen Stampfer. Das ist das So. Beste. Jetzt kann man sich natürlich schon denken, was es geben wird. So ganz Ja. grob, denke ich, ist das kein Geheimnis, auch wenn es das Geheimrezept heißt. Ist natürlich eins meiner Lieblingsgerichte, Colin, die du heute kredenzen musst. So bin ich Ja. aufgewachsen mit einem schönen Fach. Was machst du denn da schon? Sorry, wir haben zwei Probleme. Jetzt ist die Zeit, wo ich für Leo Abendbrei machen muss. Muss immer parallel machen, aber das geht ganz schnell. Keine Sorge, das geht nicht von unserer Sendezeit ab. Das mache ich alles Nein, gleich. natürlich nicht. Nee, dann mach mal deinen Abendbrei. Und du müsstest parallel bitte dir so ein paar Kartoffeln schnell schälen und parallel Wasser kochen. Wir brauchen heißes Wasser, denn das Problem wird sein, du sollst aus den Kartoffeln, kann ich jetzt schon mal sagen, natürlich ein Püree machen. Das ist klar. Das Und habe ich mir doch fast gedacht. das wird dauern. Hast du irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Hilfsgeräte in der Küche, die das Ganze Sekunde, beschleunigen ja. können? Ich habe, pass mal auf, es kommt. Okay, soll heißen, die müssen halt gegart werden, ne? Ja. Also, damit wir hinterher stampfen können. Korrekt. Also müssen sie möglichst klein sein, damit die Garzeit kürzer ist. Warte mal. Super, super.
Geschält müssen sie sein, auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Also ich hätte hier, das hat mir mein Bruder mal, der ist davon, das ist, glaube ich, der sogenannte Nicer Dicer. Du hast einen Nicer Dicer! Ich liebe den Nicer Dicer, bitte! Das ist nicht, den hat mein Bruder mir mal, nachdem er die dritte Generation gekauft hat oder whatever, hat mir mal einen geschenkt. Und ich habe auch gelächelt, aber hier, ich glaube, das könnte genau unser Ding sein, das oder? Ist hier mit den. Colin. Hast du auch die drei Messersets, die umsonst dabei waren? Naja, ich habe nur die hatte behalten. Ich habe nur die Aufsätze, die hier dabei sind. Ich habe nur das, was du hier siehst. Und aber das wird für den Entsafter. So. Ja, das brauchen wir. Okay, mach dann Brei. Also wir müssen die Kartoffeln schnellstmöglich schälen und koch das bitte das Wasser. Denn wir haben insgesamt eine Stunde Zeit und wir haben jetzt schon 10 Minuten verquatscht. Aber stimmt nicht ganz. Wir müssen später angefangen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, da sind ja wohl Ilias und Co. schuld eher, ne? Ich mag irgendwie dein Bild, Colin. Das ist sehr schön. Man guckt so richtig. Ja, also ich kann das doch ein bisschen neigen, aber hier kommt's. Ich bin zwar als Dr. Stream. Der Arzt mit der langen Leitung. Aber nee, ich habe jetzt hier so halbscharig in der Küche aufgebaut. Ich kann natürlich hier noch so ein bisschen winkeln und ich kann die Kamera auch vom doppelseitigen Klebeband entfernen. Colin, ich komme nicht klar. Sorry, du hast den fucking Nicer Dicer. Du bist der erste Mensch, der den Nicer Dicer hat. Das ist unglaublich. Ich komm da vielleicht mache ich, mal hier, wie heißt das, so ein Follow-me durch die Küche. Ne? Ihr seht ja nur einen Bruchteil dahinter. Da hinten sind ja diverse Beiköche, die mir gerade helfen. Im Hintergrund. Ich hätte Herzchen für den Nicer Dicer. Er hat den scheiß Nicer Dicer. Das ist das Krasseste. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Ich hab und David Chef so. Tony, denk mal. Wie viele Kartoffeln hast du? Wie viele Gramm? Wie viele Kartoffeln soll ich machen? Ungefähr. Zwei Hände voll. Das sind auch Angaben, ne? Ja, entweder kannst du kochen, du hast es im Gefühl, oder eben nicht. Aber ja, diese es kommen 8 Leute. Wie viel Beilage muss ich machen? 2 Hände voll. Ja, ich esse alleine. Wie viel? Ja, 2 Hände voll. Das sind Angaben aus der Hölle. Guck mal hier, Sparschäler. Ja? Und ja, jetzt mal ran. Wir haben echt wenig Zeit. Das ist ein ambitioniertes Projekt. Das klingt aber hin. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Der Nicer Dicer holt es wieder rein. Ich hole jetzt mal einen großen Topf mit Wasser. Ja, genau. Wasser und du kannst schon mal deinen Wasserkocher anstellen, weil wir brauchen instant heißes Wasser. Ist sehr wichtig. Ja. Kriegen wir doch alles hin. Du hast ja noch nie mal ein Zeitmanagement bei Löffelmesser. Also das ist auch Premium. Das ist weitaus weniger anspruchsvoll. By the way, wenn ihr mal einen leckeren Abendbrei für euren Nachwuchs machen wollt, ist jetzt nicht meine Erfindung, aber der kommt sehr gut an. 200 Milliliter Wasser. Milch, 3,5 oder 3,8 Fett, also die volle Dröhnung. In diesen rührt ihr 20 Gramm Schmelzflocken ein, im kalten Zustand. Dann das Ganze kurz aufkochen, parallel eine Banane matschen, so auch so 20 Gramm. Dann wird das Ganze vermengt und muss ein bisschen abkühlen. Und dann sage ich euch, wird euer Nachwuchs genauso fett wie meiner. Und das in dem Alter darf er das ja noch. So, heißes Wasser. Was glaubst du denn, wie lange müssen Kartoffeln so garen, bis man die nutzen kann? Ich habe hier was im Chat gelesen. Von Nicer Dicer Kartoffeln oder... Wir reden von den Nicer Dicer Kartoffeln, ja. Ich sag mal 15 Minuten. 15 Minuten? In welcher Welt lebst du denn? In der Colin Gebel, ich koche meine Kartoffeln gar nicht durch Welt oder was? Glaubst du nicht, oder was? Ja, ich muss ja nicht essen. Aber es soll schon schmecken. Wir haben schon den Anspruch, ein gutes Produkt abzuliefern. Du sollst heute Abend gut essen. Ich habe mir extra gedacht, das magst du wohl grundsätzlich. Du weißt doch, wie es ist, Krogi. Im Zweifelsfall mit einem guten Pürierstab ist auch der gröbste Brocken nur noch Schleim. Ich kenne nur die Geschichte. Ich gab meinem Kind Schmelzflocken. Nun ist es hyperbegabt. Ja, das auch. Das zeichnet sich aber auch schon früh ab bei meinem Nachwuchs. So, pass mal auf. Also, ihr hört mich noch gut. Ich salze mal in das Wasser und dann wird sofort geschält. Weil du ja sagtest, instant rein damit. Ja, ich salze mal ein bisschen gefühlt. Ne? Kann man ja auch noch nachwürzen, das Püree, aber das wollen wir ja nicht. Also, ab an die Kartoffelfront. Ich denke, wir brauchen schon so. Also, ich sehe jetzt deine Kartoffeln von der Größe her. Die sind ja so ganz normal. Sind ja keine Riesenteile. Ich bin auch nicht der dümmste Bauer, ne? Du bist nicht der dümmste Bauer, aber so ein Mittelklasse-Bauer anscheinend. Das ist doch so, weiß nicht, was meinst du? 5, 6 brauchen wir schon, oder? Würde ich sagen. Ja. Also für eine Portion. Guck mal, das ist doch eine geile Kartoffel jetzt, oder? Ist schon geil. Aber pass mal auf, jetzt hier packen wir noch mal hier das Ganze auch für euch, dass ihr sehen könnt. Ab in den. Mal gucken, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob man da eine ganze Kartoffel drin vierteln kann. Kannst du mal näher rangehen? Ich will das genau sehen, was du da tust. Ja, warte mal. Also hier ist jetzt Kartoffel. Auf Nicer Dicer. Ich muss jetzt leider wieder ein bisschen was weggehen, weil ich die volle Power meines Körpers brauche. So, und jetzt weiß ich nicht, ob das passt. Alter, guckt's euch an hier. Siehst du? Das ist nicht schlecht. Das ist as seen on TV, meine Freunde. So. Ja, jetzt muss ich parallel hier einmal kurz den
Der Brei soll ja nicht andicken. Ne? Wir wollen ja keinen angebratenen Milchbrei. Aber ist das schön süß, der Brei? Oder? Ja, durch die Banane kriegt er so eine natürliche Süße. Also, und nicht irgendwie bloß nicht so zuckern und sowas. Ne? Das ist ja noch so lange wie möglich von den schönen Sachen fernhalten, die Kinder. Schmeckt aber auch den Kindern Zucker. Ja. Zählst du bei den Kartoffeln mit? Ja, du bist jetzt bei 2. Bislang war es noch sehr leicht mitzuzählen, muss ich sagen. Ja, das ist, pass mal auf. Also wir sind wir sind okay dabei. Also ich vertraue dir, ich behaupte halt, dass wir 30 Minuten zum Kochen brauchen. Aber am Ende... Okay. Ja, glaube ich wirklich, weil die Stärke muss erstmal, ne, die muss ich umsetzen, die muss ich umwandeln. Ja, aber guck mal, das sind ja keine riesigen Kavenzmänner, sondern das sind ja kleine Nicer Dicer Kartoffelchen. Das macht ja schon einen Unterschied aus. Warum haben wir kein Rocket Beans TV Nicer Dicer? Warum haben wir das nicht? Warum haben wir... Oh, jetzt kocht der Brei. Oh shit, angebrannt. Nein, alles gut. Alles gut. So. Ich muss den nochmal kurz hier zur Seite. Wer regelmäßig meine Mikrowellenkochsendung verfolgt, wer es nicht tut, übrigens ein grober Fehler. Der weiß, dass ich als Meister des Multitasking bekannt bin. So, pass mal, ich mache jetzt Kartoffel Nummer 4. Aber das ist ein Sparfehler, oder? Bitte was? Das ist ein Sparfehler, ne? Ja, klar. Ja. Also, hey, hör mal. Dir hätte ich zugetraut, dass du richtig krasse Schälskills hast und das mit einem normalen Küchenmesser machst. Nee, du unterschätzt meine Faulheit und meinen Hang zur Effizienz. Ja, okay, ich hätte es mir beim Nicer Dicer denken können, tatsächlich. Den nutze ich aber sehr selten, den Nicer Dicer. Ja, ganz ehrlich, wenn man dann sowas hat, dann benutzt man es nicht. Natürlich nicht. Ja, weil ich keinen Bock habe, das immer sauber zu machen, weißt du? Ja, das so, ist ja auch. Ich muss jetzt mal ganz kurz eben wieder an die hier. Das ist, guck mal, hier, das ist nämlich Leos Lieblingsschüssel mit einem kleinen Löwen drin. Ja. Oh. Ne? Leo und Löwe, verstehe, ja. Ja. Das ist aber natürlich Zufall. Ist so ein bisschen ein Gebrauchtartikel, auch Tipp meinerseits. Man wird ja immer verführt als Eltern, unglaublich viel Stuff zu kaufen. Und kann man natürlich auch, man kann sich ja tot bezahlen. Aber es gibt natürlich so tolle Portale, in denen man einfach, ja, hallo. Oh, da kommt jemand rein. Na, Leo. Ach, tschüss. Da ist jemand auf Knien reingekommen. Nein, ich habe einen Zettel. Oh Gott, wartet. Oh Gott, was ist da jetzt los? Boah, das kriegen wir alles hin. Pass mal auf hier, das hat mir meine Herzallerliebste gerade reingereicht. Ja, was steht da? Katze, Kind Hunger, Katze Hunger, Kind Hunger. Ja, die Katze muss ich auch noch füttern. Colin, was hast du denn für Stress, ey? Du kannst ja froh sein, wenn die Pandemie vorbei ist. Ja, und dann noch Vollzeit arbeiten, ne? Ja. Immer gut gelaunt sein, der lustige Colin. Welche Späße hat er wohl heute für uns überlegt? Ja, du hattest mit an Heinz Rühmann mit seinem Stück Der Clown. Ich bin es, der kleine Clown. Ja, wirklich. Aber ihr weint. Der weint, wenn ihr lacht. Ja, guck mal. Das ist ein schönes Stück, ein schöner Klassiker. Colin. Guck mal hier, fantastische Matschepampe. Hm? Ja, ja. So. Da wird jetzt einfach der geile Brei dazu gerührt. Hm? Ja. Das ist ja normalerweise komplett auf und fordern und nach. Achtung, ich weiß nicht, ob im Chat Leute mit Katzenhaarallergie da sind. Da müssen wir aufpassen. Sie haben jetzt im Chat eine Katze drin. Ja, also in deinem Raum ist jetzt eine Katze, Colin, in deiner Küche. Wie heißen die? Die Katze heißt Mila. Mila? Ja. Ja, ist ja in Ordnung. Ist sie oft bei euch im Essen drin? Bitte was? Springt die oft ins Essen rein oder geht's? Nein, die springt nicht ins Essen rein, aber die fordert. Ach, da ist sie ja. Habt ihr sie gesehen? Ja, deswegen habe ich das gerade angesprochen. Wer eine Katzenallergie hat, muss man aufpassen. Okay, pass mal auf. Aber ihr wisst ja, so wie ich bin, ich denke immer, das ist auch bei Game 2 oder generell so im Leben, ich denke immer als Letztes an mich. Wenn die anderen um mich herum glücklich sind, dann ziehe auch ich mir die Maske im Flugzeug über den Kopf. Und das solltet ihr möglichst nicht so tun. So, jetzt bin ich wieder hier, aber Hauptsache die Familie. So, jetzt gibt's erstmal. Ich habe mich auch um mein Essen betrogen. Du machst die ganze Zeit Brei. Wer soll dieser Leo überhaupt sein? Ja, warte, wenn der Brei weg ist, man das Kind vergisst. Nee, ich bin sofort fertig. So, der muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, deswegen bringe ich den mal eben kurz. Brei! Kerstin? So. Hallo. Hallo. Ein kleiner Spaß. Ja, Mila, jetzt bist du dran. Jetzt kommt Mila dran. Pass mal auf. Ja, du schaffst das alles in der Zeit, Colin. Ich sehe ja keine Probleme. Immer.
Das ist doch schon gegart, das Fleisch. So. Eine vorbildliche deutsche Familie zu sehen hier bei Rockbeans TV. Sehr gut. Heute was gibt's? Chicken. Ja genau, was kriegt Mila? Das wollte ich wissen. Ich kriege jetzt eine halbe Tüte Chicken essen. Und eine halbe Tüte sind jämmerliche 40, 42 Gramm so. Ah, kennt ihr das, wenn du dann so Katzenfutter fraß? Auf die komm mal auf, Alter, ich kotze gleich, ey. Man will es immer probieren, aber irgendwie auch nicht. Es geht mir zumindest so und wahrscheinlich allen anderen Katzenbesitzern auch. So, ich kann jetzt hier köstlich essen. Und dann bin ich voll und ganz bei dir, Krogi. Komm her, komm. Ja, fein. So, wie isst du mich jetzt da? Du hast so eine geile Küche. Ja? Das sieht so geil aus mit dem Mikrofon, als würdest du das täglich machen, als wärst du deine Home-Sendung, weißt du? Das sieht so hart aus. Jetzt widmen wir uns wieder den Kartoffeln. Wo waren wir, lieber Krogi? Wir hatten zwei. Ja, erst zwei tatsächlich. Ich weiß es selber, dass es nicht stimmt. So, pass mal auf. Gut. Was hast du denn heute gegessen zu Mittag? Ich hatte heute ein Rustipani. Oh, mit was belegt? Mit Tomaten, Käse. Und ich glaube, so Pesto-Zeug. Es war ganz lecker. Dankeschön, der Nachfrage. Also selbst gemacht oder nee? Ne? Nein. War TK. Ja, TK, da mache ich ja am liebsten dieses mit so mit hier mit so Schinken drauf und Schmand und so, was so ein bisschen ist wie so Flammkuchen. Schinken und Schmand. Beste Kombi. Hier, pass ja. auf. Nicer Dicer. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie du im Supermarkt bist. Ja. Und sagst, du das noch ja. mit Schinken und Schmand? Sehr gut. Was machst du da? Die Kleine auch noch, bitte. So, jetzt machen wir weiter hier. Bitte, was sagst du? Nee, mach mal weiter. Ich will dich nicht ablenken. Verschmähst du dein Essen oder ist es dir zu laut? Ich muss mal in der Katze die Tür aufmachen. Ja, du kannst kommen und gehen, wie du möchtest. Was muss ich ja leider. Ich muss jetzt hier leider die Lüftung. Ich mach das Fenster auf, ich habe keinen Bock auf Lüftung. Ey, die ist so scheiße laut. Mila schmeckt das nicht. Ich weiß nicht, wieso. Chicken ist nicht. Ja, die ist sehr anspruchsvoll. Ich weiß nicht, von wem sie das hat. So. Hinten ist auf jeden Fall richtig was los bei euch. Katze läuft hin und her, Menschen laufen hin und her. Aber du machst das gut, Kolle. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Wir werden das auf jeden Fall nicht schaffen, das Gericht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Nicht schaffen wir das. So. Auch der Sound, ey. Als würdest du einfach die Henne köpfen oder so. Ja, fühlt sich auch genauso befriedigend an. Muss ich sagen. Ach, herrlich. Ja, aber ich glaube, gleich haben wir genügend Kartoffeln. Hast du parallel den Wasserkocher angestellt, beziehungsweise kocht das Wasser, was du den Topf... Das Wasser kocht hinten sich schon, sagen wir mal so, es fragt sich schon, ob es noch weiter kochen muss oder ob da nichts mehr kommt. So. Komm, eine machen wir noch. Ich mache noch einen ordentlichen Boschi hier. Ja, magst du denn so Kartoffelbrei? Magst du das wohl gerne mal essen? Ich liebe Kartoffelbrei. Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich erst gestern und heute Kartoffelbrei schon hatte. Also, du hast so richtig einen Fetisch auf Kartoffelbrei, ja? Ja, ich, zufälligerweise vom Wochenende, aber ich habe den ein bisschen anders gemacht, nämlich mit, oder kannst du auch als kleine Verfeinerungsempfehlung, passt, glaube ich, aber vielleicht nicht so zu unserem Gericht heute, mit Croutons, Toast angebraten in Butterschmalz ein bisschen und Schnittlauch. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Komm, eine noch, die letzte kommt jetzt. Ja, du hast Hunger. Ich weiß das, Colin. Naja, es geht ja weniger um mich, aber meine Herzallerliebste, die möchtest du auch nicht hungrig erleben. Ja, du hast so viel Kassler. Habe ich auf deiner Hochzeit, ne, wo es so lange gedauert hat mit den Gängen. Aber es sollte jetzt keine Klage sein oder so. Nein, das stimmt gar nicht. Nein. Ja, pack da eine Kartoffel rein. Du hast die alle schön klein ab ins Wasser damit, bisschen Salz drauf und dann müssen wir hier ein bisschen weitermachen, Colin. Auch noch die Sauerkraut muss noch warm. Du hast doch ein Lorbeerblatt, das muss alles ein bisschen durchziehen. Ja, aber das Sauerkraut, okay. Wir reden über Sauerkraut, wenn wir soweit sind. Ne? Ja, wir kommen zu der Brücke gleich. Schau mal her, das doch jetzt sieht doch gut aus, oder? Nicer Dicer ist voll. Ja, sieht gut aus, sieht wundervoll aus. Ab ins Wasser, ne? Ab ins Wasser, bitte. Rein damit. Nicht daneben. Sag mal, was ist denn das da für ein geiles Licht bei deinem Herd? Ist das lila? Was? Ist das deine Herdplatte, ja? Leuchtet die lila Farben, Purple? Ich glaube, das ist die Kamera, die sich nicht ganz entscheiden kann. Okay. Die Farbeinstellung wählt, sagen wir mal. Das ist wie so eine Influencer-Küche bei dir. Was ist das Wichtigste in der Küche? Salz. Nein, Müll direkt dann beseitigen, wenn er anfällt. Okay.
Ich meinte aber auch Salz für den Boden, falls der Boden zu rutschig ist, dass man Salz auslegen kann. Du hast vollkommen recht. Ich so, pass auf. Ich muss mal kurz hier runter zum Füllen. So, damit sind die Kartoffeln. Ich muss etwas tun. Ich muss mal kurz das Wasser kosten. Ja, ein bisschen Salz rein, bitte. Ja, Salz ist schon drin. Sollen okay. wir mal... Ich meine, haben wir es denn jetzt? Boah. Jetzt haben wir es 26. Hast du noch einen kleinen Stieltopf? Kleinen Stieltopf hätte ich gern. Einen kleinen Stieltopf habe ich hier. Genau, da machst du ein bisschen Wasser rein, dann öffnest du die Dose Sauerkraut und dann knallst du alles mal rein mit ein bisschen Lorbeerblatt. Ein bisschen Wasser nur, ja? Ja, so ein Zentimeter. So ein Zentimeter unten. Okay, er soll ja keine Notwasserung geben. Soll keine Notwasserung geben. Wir wollen das Sauerkraut nicht verwässern, Colin. Nein. Ah. Jetzt habe ich. Ist das eigentlich total super ätzend mit der hier Ding, mit der Lärmanlage? Ich kann die auch ausmachen, dann gehen halt die Feuermelder an. Dann müssen wir halt überlegen, was besser ist. Nee, jetzt ist alles fantastisch. Du hast eine richtige Influencer-Küche, Colin. Und das sollst du auch nochmal hören. Also, okay. Danke, sehr gerne, sehr gerne. Meinst du Influencer-Küche habe ich? Ja, Covid-21. So, oh Gott. Sauerkraut wäre natürlich auch mal was für... Was riecht ja, man kann richtig gutes Sauerkraut lange köcheln und selber machen. Das ist richtig geil, kann ich nur empfehlen. Aber heute schaffen wir nicht in der Zeit, Colin. Echt, du hast schon mal Sauerkraut selber gemacht? Ja, wirklich, den ganzen Samstag habe ich das gekocht, ohne Scheiß. Weißwein rein und so, das dauert ewig, bis das Geschmack bekommt. Aber die Basis davon ist dann ganz ordinärer Weißkohl, ne, den man da kauft. Korrekt, das ist richtig. Wir sind im Land des Kohles. Ja. Alles rein? Huch. Ich habe auch keine kleineren, ich hasse das ja manchmal. Das Sauerkraut, ey, das ist... Oh. Du könntest Sauerkraut vom Metzger bekommen, weißt du das? Ja. Gut. Möglicherweise, ja. Ja, ja. Aber so, das, also. Ja, jetzt anstellen. Genau, anstellen bitte. Mittlere Hitze, nicht zu heiß. Nicht zu heiß. Dann ich habe so einen absoluten filmischen Gammelherd hier, den ich von den Vormittern übernommen habe. Aber ja, der leuchtet lila, alles cool. Er kennt eigentlich nur kalt oder schwarz. So. Oder lila. Okay, jetzt kommt jetzt Lorbeer oder irgendwas noch? Ja, Lorbeerblätter rein. Lorbeerblätter. Wie viel hast du? Hast du zwei? Pack mal zwei rein, bitte. Ja, wo hatte ich die Blätter hingelegt? Also die sind klein, ne? Ja, die großen habe ich schon gebraucht. Ich muss mal wieder neue Lorbeer kaufen. Zeig mal bitte. Also sind wirklich so kleine Blättchen. So, ne? Was ist das denn für ein lächerliches Lorbeerblatt? Ich sag ja, die großen haben schon in Gulasch verwurstet. Ja, okay, dann nimm davon mal bitte Minimum drei. Ja. Also ich meine, das zieht jetzt ja auch nicht lange, weißt du? Ja, die sind alle sehr übersichtlich, ja. Das ist das lächerlichste Lorbeerblatt, was ich je gesehen habe. Geil, schön. Und dann Deckel drauf, bitte. Mit präziseren Angaben wäre das vielleicht nicht passiert. Oh. Ja, wenn du die großen immer rauchst, kann ich auch nichts für. Wer kocht denn eigentlich mit im Chat? Kocht irgendjemand mit? Das willst du doch gar nicht wissen, Colin. Wir haben doch andere Probleme. Du hast hier ganz andere Probleme. Du kannst dich jetzt nicht mit dem Chat ablenken. So, also, Herd ist angestellt. Drei Lorbeerblätter sind drin verteilt. Sie sind schon auf Tauchstation gegangen. Super gut. Deckel drauf und einfach... Einfach stehen lassen. Genau, Deckel wäre cool, wenn du ihn hast. So, und jetzt müssen wir parallel noch was anderes machen. Und zwar sehe ich ja eine Pfanne. Das ist sehr schlau. Du hast eine Pfanne sicherlich für den Kassler gedacht, denke ich mal. Hast du auch eine Pfanne, wo wir Zwiebeln drin anrösten könnten? Eine kleinere Pfanne vielleicht. Trennt voneinander. Ja, ich denke, wir müssen das getrennt voneinander machen, weil die Zwiebeln brauchen recht lange, Colin. Okay, also ich kann dir anbieten, ich habe eine große Pfanne hier, die beschichtet ist, und ich habe eine große Pfanne, die nicht beschichtet ist. Und dann habe ich noch zwei Mini-Pfannen, die auch beschichtet sind. Warte, ich frage kurz den Chat. Leute, was machen wir? Nehmen wir für die Zwiebeln die große, nicht beschichtete oder die große beschichtete? Oder die kleinen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir nehmen einfach die Mini-Pfanne. Die Mini-Pfanne ist gut, Colin. Lass eine Mini-Pfanne nehmen. Wofür nehmen wir die Mini-Pfanne? Für die Zwiebeln. Wie, hast du das überhaupt schon mal gekocht oder hast du das gegoogelt? Ja, nein, pass auf. Das ist echt ein Leibgericht von mir. Und die Zwiebeln müssen super lange. Die packen wir ja später noch zum Kassler. Alles cool. Okay. Aber die müssen... Hast du schon mal Zwiebeln lange gedünstet? Die werden süß. Die werden perfekt. Ja, ja. Oh, so. Ja, ja. Gut. Also wir nehmen die Großpfanne mit Mini-Beschichtung, ja?
Du hast doch gar nicht gesagt, es soll die kleine Schicht. Ja, haben. Ich war nur einen schlechten Gag machen. Ja, super, auch, lustig hier. Du bist doch so ein Fips Asmus, ein Freund. Hau doch mal ein paar raus. Ja, schön. Nein, dann kann ich nicht glimmern aufhören, Alter. Ja, dann mach einfach den Herd an. So. So, die ist gut. Die ist super. Die ist super gut. Und dann, nehmen wir uns mal zwei Zwiebeln vor. Und bin gespannt, wie du die Zwiebeln eigenständig bearbeitest. Nein, wie willst du sie haben? Ich hätte, okay. Dann, ja, gut, dann mach dir mal Platz. Wo willst du denn schneiden? Hast du ja. Das Schneidebrettchen liegt vor dir? Okay, kann man ja. Halb sehen. Ja, dann ist aber so eine schöne große Zwiebel erstmal, so normalfarben. Ich kippe jetzt mal die Kamera ein bisschen. Vielleicht kann man dann mehr von dem Zwiebelplatz einfangen. Ja. Ja, super. Ja, es ist schön, aber ist gut. Was willst du machen? Also am liebsten ist eine richtig große Zwiebel. Also die größte, die du hast. Du hast ja so eine normal große, aber die größte von denen. Eine davon nur? Ja, zwei. Du bist doch ein Zwiebelfreund, oder? Ich liebe Zwiebeln. So. Ja. So. Ey, du kannst ja mitmachen. Ich finde es geil, wenn die Zwiebel noch ein bisschen Biss hat. Also ich würde dir fast Zwiebelringe empfehlen. Was meinst du? Ja, ich meine, das ist dein Gericht. Ich muss ja nur... Das werden eh so Streifen in der Pfanne, wenn du so Ringe nimmst, weißt du? Wenn die dann auseinanderfallen, finde ich das gut. Also... Vorne und hinten einmal ein bisschen was abhacken, dann nimmst du dir die oberste Schicht weg. Ich kann es nicht besser beschreiben. Du hast nicht, das ist eine Zwiebel geschnitten, mein Freund. Weißt du, was ich hasse, leider? So sehr ich Zwiebeln liebe, so sehr hasse ich Zwiebeln schneiden. Weil es gibt Zwiebeln, da hast du Glück. Das sind die, da flutscht diese oberste Hautschicht in einem Rutsch ab. Und darunter ist die knackige nächste Schicht von reiner Zwiebelgenussliebe. Dann gibt es die Zwiebeln, die teilweise so durchgelätscht sind, dass du teilweise in tiefere Schichten vordringen musst, um sie sauber zu kriegen. Und dann gibt es die allerschlimmsten, die mit diesem feinen Pergamenthaut beschichtet sind, dass die so ganz fünfschig klein sind. Dass man spätestens nach der Hälfte abfummeln zur Notmaßnahme greift und den kompletten Ring einfach abreißt. Also die komplette Schicht. Verschwenderisch, aber hey, was will man machen? So, jetzt willst du Ringe haben, ja? Ja, pass auf, ich überlege gerade noch, weil der Chat hat natürlich auch gerade recht. Der Chat ist sich eigentlich einig und schreit Nicer Dicer. Wir haben den Nicer Dicer. Auf der anderen Seite, ey, der kam schon zum Einsatz. Komm, lass uns Ringe machen. Du machst jetzt schöne Ringe. Ich hasse Ringe. Wie, du hast Ringe? Willst du mich verarschen? Warum hast du denn jetzt Ringe? Ja, weil wie dick sollen sie denn sein für dich? Also die Ringe. Na, schon ein bisschen dick, so. Na, ich würde sagen... wie viel Millimeter sind das? So 5 Millimeter vielleicht. So 4 bis 5 Millimeter. 5 Millimeter Breite. Ginge das? Ja. Ja. Gibt es da irgendeinen besseren Trick, um perfekte Ringe zu schneiden? Außer ja, desto dicker, umso besser. So ein aber ja, komm, hol's den mal. Den wollen wir sehen, wenn du den hast. Weißt du, wo der ist? Ja, klar. Ja, klar. Ist ja deine Küche. Die Mila gar keinen Bock auf das Essen hat. Ich habe das aber auch noch nie ausprobiert. Also deswegen weiß ich nicht, ob es klappt. Aber... Nee, nimm das auf jeden Fall. Das sieht spektakulär aus. Bitte nimm das. Ich sehe schon deine Fingerkuppen in der Mülltonne. Also, ehrlich gesagt habe ich mich immer gefragt, wozu ist dieser Einlass da? Ich habe ihn noch nie benutzt. Bisschen tiefer kommen. Ja, genau. Um das jetzt rauszukriegen, oder? Ja, das ist eine Schneide nur. Die schnurbelt doch eigentlich, sollte man meinen, oder? Zwiebelringe, ja. Wird funktionieren. Okay. Also der Chat sagt, das ist für Gurken, aber was für Gurken gut ist, kann für Zwiebeln nicht schlecht sein. Das hat meine Mutter auch immer gesagt. Die hat auch nicht gekocht. Wir probieren es, im Zweifelsfall kann man es ja spülen. Kannst du die Kamera ein bisschen, ganz kleines bisschen nach oben machen, wollen dein Gesicht noch sehen. Ich will gerne in dein Gesicht schauen, wenn du was schneidest. Ja. Für mehr Gefühl, weißt du? Ja, so ist gut. Und tack. Ja, sehr schön. So, ich zeige euch aber auch gleich das ungeschönte Ergebnis. Also, wir Zwiebeln, ein One-Blade-Gurkeneinsatz. Also richtiger billig auf jeden Fall. Ja, Moment. Boah, wie sieht's aus? Ja, perfekte Ringe. Perfekte Ringe. Also sind jetzt dünner als das, was du eingefordert hattest, aber ich denke mal, im Sinne der Effizienz ist es in Ordnung. Können wir machen. Okay. Wir müssen da ja noch zwei, also wir haben echt gleich mit was zu tun. Aber pass auf deine Fingerkuppen auf, bitte. Was kommt denn da jetzt noch? Aua, jetzt reißen die schon kaputt.
Mann! Hast du da keine Halterung für? Da musst du irgendwie so eine Gabel. Das ist scheißegal, die dreckigen Außenringe haben irgendwann nicht mehr die Strammigkeit. Hier. Die Strammigkeit! Das Leute, ist die Scheiße. Da kann die beste Klinge der Welt nichts machen. Die Strammigkeit der Außenringe. Ey, da muss Captain Schneidebeier wieder anstarten. Captain Schneidebeier. Ja, okay, dann schneid den Rest mal. Aber ich finde das nicht gut, dass du den, also darfst das nicht wegschneiden. Wegschmeißen, meinst du? Du musst das schon aufschneiden. Nein! Boah, gebe ich es der Katze. Pass auf jeden Fall auf deine Fingerkuppen auf. Ich stelle euch die Kamera um. Halt ja schon den ich habe keinen Bock auf Strunk. Ich habe keinen Bock auf Strunk. Auf Strunk. So, eine ist. Glaubst du, dass Katzen Zwiebeln mögen? Erstmal kurz nachgehakt. Nein, nicht. Jetzt sterben die sofort. Klingt ein bisschen nach Tierquälerei. Glaube ich auch. Du musst auch mal gleich schauen, was deine Kartoffeln und dein Sauerkraut machen, ne? Ja, aber Moment, kurze Zwischenfrage. Wir machen ja Püree und es wird gestampft. Ist ja eigentlich scheißegal, ob die Kartoffeln verkochen, oder? Das ist egal. Ja, die Kartoffeln können schön durch sein, aber das Sauerkraut setzt gerne mal an. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Profi-Tipp, ab und zu mal rühren. Das ist absolut richtig. Also, absoluter Profi-Tipp. Das Geheimrezept. Keiner weiß, was das wohl werden könnte. Ich liebe es. Ich liebe dieses Mystische an dieser Sendung. Ja, ich weiß, das ist natürlich jetzt. Das könnt ihr euch übrigens über Nacht in die Socke legen. Das soll laut irgendeiner Werbung, die mich immer zum Klicken triggert, unglaubliche Wunder bewirken. Ja, du weißt ja gar nicht, was dann geschah. Ja, absolut. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt geile Ringe hier. Geile Ringe. Super gut. Dann bitte Öl in die Pfanne. Sieht super aus, Colin. Ich bin stolz auf dich. Ich muss ein bisschen pressieren. Bitte Öl in die Pfanne. Was hast du für Öl? Das wäre mir nochmal wichtig zu wissen. Ich habe leider nur Raps- und Leinöl. Dann nimm das Rapsöl. Das habe ich mir erhofft. Ja. Jetzt kommen wir natürlich ein Problem. 4 Herdplatten. Ich raste schon wieder fast aus. Ich check mal ganz kurz das. Aber das ist auch so ein bisschen der Sinn der Sache, weißt du? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit der Problematik der 4 Herdplatten um? Kann er die 4 Herdplatten benutzen? Weiß er, wie die 4 Herdplatten genutzt werden? Ich habe immer noch Angst, dass irgendwie die Sicherung hier durchknallt, wenn alle 4 Herdplatten laufen. Und das Mikrofon. Und das Mikrofon. Ja. Also, wir sind hier sehr glücklich in der Regie, dass du dieses Mikrofon oberhalb platziert hast. Sieht sehr schön aus. Danke. Dass ich was gemacht habe? Dass du dieses Mikrofon von oben hast kommen lassen. Das ist sehr schön. Ja. Danke, Colin. Ja, dann bitte die kleine Pfanne drauf, anstellen, Öl rein, mittlere Hitze mal wieder. Die Zwiebeln müssen jetzt lange durchschmoren. Ja, also mittlere Hitze, einfach damit die so eine schöne Schmurgelblasigkeit bekommen, ja? Schmurgelblasigkeit, genau. Die müssen echt lange. Die werden dann halt süß. Wenn du Zwiebeln lange garst, werden die süß und die sind nicht sofort verkohlt. Okay, lange, wenig Power, ein bisschen Öl. Genau. Und wenn wir dann richtig lustig sind, werden wir am Ende noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Zucker drauf tun. Schauen wir mal. Aber das stand nicht auf der Liste. Das kann man machen. So. Ja, schon nicht so wenig Öl. Heute ist nicht Vorbild fit. Heute ist Kochen. Apropos, ich habe mal wieder einen Gesundheitscheck abgemacht. Rate mal, wie man gesund ist und alle Werte im deutlich guten Bereich hat. Deine Katze? Also, falls es nicht klar war, ich. Okay, ist klar. Ja, das ist cool. Also, da freuen wir uns alle, Colin. Nein, das möchte ich gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Das ist schon toll. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wie gesagt, mittlere Hitze ist cool. Und du kannst jetzt schon die Zwiebeln reinschmeißen, ehrlich gesagt. Nein, da gibt es aber kein Brutzelgeräusch oder so. Aber die sollen ja auch nur garen. Die sollen nur garen. Da wird nicht so schnell ein Brutzelgeräusch kommen, glaube ich. Soll ich die Kamera ein bisschen überanwinkeln wieder? Oder haben wir noch viel Arbeit im Arbeitsbereich zu tun? Du, wir haben gleich im Arbeitsbereich, guck mal kurz, wir müssen eigentlich nur noch den Kassler in fachgerechte Portionen machen und auch vor allem so präzisieren oder so schneiden, dass du ihn auch essen magst. Du bist ja ein bisschen picky, ich weiß. Ja, das kann man ja auch hinterher abschneiden. Das soll ja schon. Ja, weil das Fett ist schon ein Geschmacksträger und da brauchen wir eigentlich auch eine schöne Soße, machen wir uns dann noch von. Das stimmt. Aber Fett ist natürlich auch Sargträger, ne? Ja, aber du bist jetzt so kerngesund, also come on, du kannst nicht alles sagen. Das soll ja auch so bleiben, meine Freunde. So. Aber kann einmal mal am Dienstag was Schönes essen. Ich sehe schon Gino, wie er gerade ins Kopfkissen beißt. Ey, ich weiß nicht, ob das Essen, was du da machst, ob das so schädlich ist. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist schon echt ein okayes Essen. Glaube ich. Nee, gepökeltes rotes Fleisch ist ja sowieso, gilt ja eigentlich als pro Kilo Fleisch kriegst du ein Lebensjahr dazu.
Also ich kenn's nicht anders. So. Das sind nicht wenige Zwiebeln, das ist schön. Ey, weißt du was? Komm, nimm noch eine Prise Zucker einmal auf die Zwiebeln. Scheiße, warte mal. Wusstest du das? Ja? Mir sind Zwiebeln auf die Herdplatte gefallen. Das riecht gut. Wie riecht's denn bei dir? Sag mal. Jetzt besser. Das muss ich leider sagen. War jetzt wieder schlechter. Boah, es riecht so ein bisschen nach Silvesterböller jetzt. Mila? Ey, weißt du, du kriegst halt so viele Kohlenhydrate, das ist wundervoll. So, die Zwiebeln sind in ihrem schmurgeligen Fettbad angekommen. Genau. Bitte, Kartoffeln, also wir haben jetzt, glaube ich, sie sind jetzt so 20 Minuten, ne? Ja, ich habe die Uhr auch im Blick. Rühr sie mal um, kannst du schon mal eine kleine Stichprobe machen? Also mit der Gabel einmal reinhacken? Das ist kaum möglich, da was zu finden, weil sie so klein geneißert wurden. Ach, guck mal. Was würdest du sagen, sind die schon so, kann man schon eindringen? Das ist quasi, das ist, jetzt eigentlich ist das schon sowas, so eine Jahrmarktsbude. Schnapp die Kartoffel, weißt du? Und, ach, das kann ja so schwer nicht sein. Von wegen, du stichst, du hast drei Stiche und kriegst dann vielleicht einen kleinen Lumpen auf die Gabel. Pass auf, probier mal. Ja. Also der Gaumen hat leichtes Spiel. Cool, super gut. Dann mach jetzt bitte Folgendes. Dann dreh den Herd schon mal runter von den Kartoffeln. Ja. Und? Du hast doch bestimmt so einen Zuckerspender. Nimm ein bisschen Zucker für die Zwiebeln. Ein kleines bisschen. Vertrau mir. Kleines bisschen Zucker drauf. So was meinst du, ne? Ja, genau. Doch, der ist schön. Aber nicht mit dem Salz vertun. Ja, den habe ich, glaube ich, mal irgendwo geklaut. Nee, das stimmt nicht. Die gab es mal beim schwedischen Möbelhaus. Gott, ich klaue. Da habe ich sie dann geklaut. Als Teenager, ja, klaue ich doch keine Zuckerstreuer. Nee. Nein, natürlich nicht. So. Ja, so schön schwappst drüber. Ja, also wie viel so ungefähr? Ja, ein so eine Prise. Ein Kippgang. Ein so ein Kipper überall drüber, ja. Aber gut verteilt, Colin. Fantastisch verteilt. Das ist eine Kippbewegung und keine Streubewegung. Ja, schon. Und er kommt nicht mit der Gabel rein, Colin. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich kratze nicht auf dem Boden. Ja, das kriegt ja jeder. Gefällt mir überhaupt nicht. Das ist mir schon aufgefallen, als ich gestern gekocht habe. Was gefällt dir gar nicht? Die Herdplatte, die ist immer so im Schongang unterwegs. Ja, das ist ja für die Zwiebeln vielleicht ganz gut. Okay, lass mal das so stehen. Dann hast du ein, wir müssen uns, glaube ich, langsam ums Fleisch kümmern, bevor wir die Kartoffeln machen. Kartoffeln gehen nicht schnell. Lass uns mal jetzt schon das Fleisch schön schneiden, dass wir das in die Pfanne geben können, weil das muss noch ein bisschen, das soll ja durch sein. Schwein ist ja immer wichtig. Also Kassler ist ja Schweinefleisch. Das muss durchgegart sein, sonst ist es nicht cool. Ich würde vorschlagen, kannst du uns einmal anzeigen, wie beim Schlachter, kannst du einmal das Messer nehmen und uns einmal die Dicke anlegen und dann die Kamera halten. Dann machen wir es mal gemeinsam mit dem Chat. Was würdest du jetzt behalten wollen? Die Nummer, was ich jetzt gräme, ist von der Dicke der Scheibe oder von dem, was weg soll? Von der Dicke der Scheibe, erstmal das. Ja, keine Ahnung. Also ich sag mal so, guck mal hier. Ja, eins, sieht gut aus. Ich glaube, da. Zwei. Ja. Da kann man vier Scheiben ausmachen. Ist das Daumen dick, ja, ne? Es kommt auf den Daumen an, ja. Aber guck mal, ich würde sagen. Also Daumen dick wäre so der Richtwert. Ja, würde ich sagen. Mach mal vier draus, ist gut. So. Komme ich mit diesem Messer klar? Leute, gebt mir mal einen Tipp. Also, das ist ja genau die gleiche Frage, wie eben, das kommt auf den Daumen an, das kommt auf die Skills an. Ja, 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 nimm das Dicke. Nimm das Dicke. Schön, ja. Das Dicke, ja. Das Dicke. Besser. Okay. Bitte ratsche. Berlin braucht einen Arzt! Berlin braucht einen Arzt! Welcher Film? Helge Schneider. Komm immer an. Ich muss in die Stadt mit dem Schneeflug. Collins Gables Psycho. Okay, jetzt wieder Konzentration. Also, wir schneiden jetzt das Fleisch. Du machst das. Boah, das wird schwierig jetzt. Warum? Die letzte Scheibe wird so wegflutschen. Da gibt es doch bestimmt auch so einen Trick, oder? Ich probier's mal. Ja, immer gegen die Naht. Was bitte? Immer gegen die Naht? Ja, mach einfach, komm. Denn von oben einfach drauf, das wird schon gehen. Trau dich. Ja, ist doch gut. Einfach von oben drauflegen, okay. Oh, drauflegen, Ritsche, Ratsche, ist das durch. Wie fühlt sich das an? Sag mal. Fühlt sich sehr geschmeidig an. Gut. Und immer weg von der Hand schneiden, das ist wichtig. Hör mal. Zeig mal. Perfekt, ja, das ist geil. Colin, perfekt, ich muss klatschen. Ich muss applaudieren, das ist perfekt. Ja, aber ich sag mal, ein Koch ist immer nur so gut wie sein Werkzeug, ne? Also das ist so ein Kochzitat von mir. Das wird wahrscheinlich niemand bestätigen. Aber ja, oder wie die Mengenangaben, weißt du ja selber. Ja. Sehr gut.
Ja, das sieht gut aus. Willst du denn alle vier machen oder, also klar machst du die, willst du nicht wegschmeißen, aber passt alle vier in die Pfanne? Willst du das, was, ich kann wie lange sind die denn haltbar? Was glaubst du? Also die kann ich doch wahrscheinlich auch morgen noch Fisch braten, oder? Zwar morgen noch mit Fisch braten, ja, ist kein Problem. Guck mal, aber das ist doch jetzt, also ich habe jetzt zwei geile Scheiben, weil dann ist es doch, das wird doch wohl bis morgen, Chat, sag mal eben, das habe ich heute beim Metzger gekauft, dass den Batzen hier, den kann ich doch vorbehandelt. Natürlich, keine Sorgen. Ja, dann weg damit, ab in die Mülltonne mit dem Rest. Weil wenn es nicht schmeckt, kann ich es immer noch den Nachbarn schenken. Das ist der Vorteil. Ja, denn die melden sich ja sonst nie. Ja, die gucken, glaube ich, im Internet nie Sendungen von mir. Deswegen bekommen die das hier gar nicht mit. Das ist immer ganz vorteilhaft. So. Nein, das ist kein Problem im Kühlschrank. Ganz ehrlich, das ist kein Problem. Und du hast die Scheiben sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Toll. Ja, wirklich. Apropos, was ich auch sehr gut gemacht habe. Sind leider noch so zwei ganz kleine Äumel da. Die Frikadellen von gestern. Gott, sehen die gut aus. Die sehen gut aus, ne? Richtig schön scharf angebraten. Beiß mal eben beiß mal nicht rein. Ne, sieht gut aus. Nee. Colin, wir haben tatsächlich, wir sind die letzten. Ist das meine Not? Also, ne, für heute, du weißt. So. Okay, wir müssen uns, die Zeit läuft. Du musst jetzt Folgendes tun: ja. Öl in die Pfanne. Oder, ja, Öl bitte, natürlich wieder. Du hast ja wahrscheinlich keine Bratcreme, whatever. Du hast nur Öl, ne? Also, Butter funktioniert nicht tatsächlich. Nee, habe ich nicht. Wir müssen dann, wie du sagst, wenn ich die Kartoffeln... Okay, erstmal, also Öl in die Pfanne, wir braten jetzt das Fleisch an. Genau, ich würde sagen, wir machen erst das Fleisch, weil das kannst du ja einfach stehen lassen, damit es gart. Und dann können wir einmal umrühren, das ist toll. Überhaupt nicht hier, das Zwiebelbild. Sorry, ich glaube, ich muss hier ein bisschen nachpuffern. Das ist nicht das, was du willst. Also wenn das ist, was du willst, dann sind wir noch vier Wochen. Okay. Ja, komm, gib Kette jetzt. Ist egal. Baller rein, komm. Das ist auch eine scheiß Herdplatte, die hat mich... Ich benutze sie selten, vielleicht ist sie deswegen auch ein bisschen enttäuscht. Ordentliches, komm. Ordentliches Öl rein jetzt. Jetzt wird die Pfanne auch hier, jetzt wird das Ding auch lila wieder. Wie heiß muss die Pfanne ungefähr? Ist das eher so. Wie heiß? Hast du da ein Thermometer? Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Ja, muss das jetzt knallscharf angebraten werden oder so langsam gegart? Weil das ist ja schon durch. Kassler ist durch. Ja? Ich würde das schon heiß machen. Schön heiß anknallen. Also Öl mal stehen. Bis das schon so giftige Gase entwickelt und dann rein damit. Guck mal, und jetzt hört man nämlich auch die Zwiebeln. Ja, hört ihr natürlich nicht. Ja, warte mal ruhig. Doch, das hört man. Die Zwiebeln? Nee. Stellt euch einfach vor, dass Zwiebeln ganz wunderbar. Die ehrliche Antwort, nein. Die liegen im Fettbad und sind glücklich darüber, dass sie ihrem ursprünglichen Zweck bald zugeführt werden. Das ist mein. So, weiter geht's. Meine Oma hat immer gesagt, Durchschlag. Was sie meint, ist ein Sieg. Hast du sowas? Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Hast du einen Durchschlag? Ein Durchschlag hat sie immer haben wollen. Ein Durchschlag oder ein Sieb für die Kartoffeln, dass wir das Kartoffelwasser abgießen können. Das habe ich selbstverständlich. Das brauchen wir nun. So, nehmen wir das. Wir nehmen das. Scheiße. Wir nehmen natürlich das Ungefährliche, ne? Das ist mir egal. Hauptsache, das Wasser kommt raus. Das ist mir scheißegal, was du nimmst. Alles klar. So. Jetzt kommen die kleinen Boys hier. Ja. Ah, lecker, wie das hier alles parallel schmurgelt. Machst du gut. Ja, dann wieder zurück damit in die Pfanne. Entschuldigung, in den Topf natürlich. Sorry, zurück in den Topf. Ja, ist ja gut. Colin, lass mich auch mal kurz meinen Fehler machen. So, und jetzt wird's schön. Jetzt nimmst du, jetzt machen wir, also, du könntest jetzt parallel natürlich schon mal das Fleisch reinlegen. Eigentlich kann da nichts passieren. Ich habe Sorge, dass das gleich sonst zeitlich nicht alles aufgeht. Wir haben noch 10 Minuten Sendezeit, vielleicht ein bisschen länger, aber nicht mehr allzu viel. Also, wir sollten so langsam in den Endspurt kommen. Das heißt, ich würde das Fleisch reingeben, der Brei wird gleich schnell gemacht sein. Ja, okay. Das bin ich von überzeugt. Und wie sieht denn das Sauerkraut aus? Ist das schon schön am Kochen eigentlich? Das kocht sich richtig schön ein weg. Und freust dich auf. Probier doch mal kurz das Sauerkraut. Aber erst schön pusten. Wichtig, dass du schön pustest. In den Topf oder wenn ich es auf der Gabel habe? Wenn du es auf der Gabel hast, bitte. Tsunami Colin ist am Start. Ja, das habe ich mir gedacht. Das braucht nämlich auch lange eigentlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist noch lame, ne?
Ich bin jetzt keine Koryphäe für Sauerkraut, aber... Ja, das kannst du immer noch ein bisschen Brühe da rein tun, so einen Brühwürfel oder so, wenn du hast. Aber lass erst mal Fleisch machen, das können wir gleich noch verfeinern. So, jetzt läuft die Pfanne, ja, wunderbar. Genau, schmeiß das Fleisch mal rein, die beiden Latten. So, das schmurgelt sich jetzt schön ein weg. Fleisch schmurgelt. Fleisch schmurgelt. Nein. So, jetzt würde ich dich bitten, dass du die Butter nimmst mit dem schönen Esslöffel und da gleich mal so einen richtig schönen Esslöffel auskegelst aus der Butter. Mach ich. Warte mal, guck mal, ob ich noch angebrochen habe. Und ihr habt zwei Kühlschränke, oder wie? Nein, aber wir haben so einen... Ah ja, oh, das kannst du direkt alles nehmen. Alles? Ja, direkt rein. Das ist mehr als ein ausgekegelter Esslöffel. Ja, ich hätte ja auch gesagt, nach dem ausgekegelten Esslöffel nimmst du einen zweiten ausgekegelten Esslöffel. Okay, sorry, dass ich unterbrochen habe. Nein, nein, aber gut, nimm erst die Hälfte und dann machen wir es gleich. Wir machen es Step by Step. Du musst ja immer stampfen dabei. Eine ist Salz. So. Butter ist drin. Jetzt Milch oder stampfen? Milch bitte. Aber da musst du aufpassen. Nicht zu viel Milch. Erstmal nur so ein bisschen. Die ist jetzt kalt. Sollte ich lieber nicht kalte nehmen? Jetzt pack die da rein. Du hast doch keine andere, oder? Doch, klar. Echt? Du hast warme Milch? Ja, aber ich mach die fast leer. Ich hasse Sachen parallel anzudrecken. Ja. Okay, also was tue ich jetzt? Milch rein? So einen Schwaps erstmal. Nimm mal so einen Schwaps. Noch ein bisschen. So, stopp. Ja, das ist gut. Jetzt stampfen. Und gleich, wenn du ein gutes Stampfgefühl hast, jetzt stampfst du erstmal. Und das ist auch wichtig. Man kann ja auch Sauerkraut mit so einer Art, du kennst ja diese Haushaltsgeräte, diese Zauberstäbe, weißt du, wo unten so ein Pürierstab ist und dann kannst du alles, kennst du ja. Das ist aber nicht gut für das Kartoffelbrei. Okay, das ist zu fein. Das kriegst du eine ganz komische Konsistenz, man freut sich dann erst, dass das Kartoffelbrei schnell gemacht ist, aber es ist nicht gut. Es ist wie Kleister, kann ich nicht empfehlen. Okay. So, wie fühlt sich das an für dich, von der Menge? Wie ist das Verhältnis? Von Kartoffel zu Milch? Ja, von allem. Was für eine Sapschigkeit hast du? Ist das schon sehr flüssig oder? Oder hast du. Ja, stampf mal weiter, das wird doch gut. Ja, kann aber noch ein bisschen. Ja, stampf erstmal, dann musst du gleich noch. Hast du Muskatnuss im Haus, sag mal? Selbstverständlich habe ich Muskatnuss. Ja, weil das habe ich auf meiner Einkaufsliste tatsächlich übersehen. Und natürlich, entschuldigt mich, es muss natürlich Muskatnuss. In ein Kartoffelbrei rein. Schön, dass du die Kasslerlappen umdrehst. Sehr schön. Ja, jetzt ist die Pfanne natürlich. Jetzt sind ja schon so ein paar Bratzwiebeln da drunter. Ja, ist doch super. Jetzt fällt mir auch, dass es schön knuspert und knistert in der Küche bei dir. Okay. Und ich würde dir empfehlen, dass du gleich noch die restliche Butter nimmst. Was würdest du mir empfehlen? Die restliche Butter zu nehmen. Erstens, die ist eh angebrochen und zweitens, die muss da rein. Du weißt ganz genau, Fett ist ein Geschmacksträger und für den Kartoffelbrei wird das sehr zuträglich sein, dass du Butter nimmst. Okay, aber erstmal ein bisschen Muskat, ja? Ja, alles der Reihe nach. Du hast vollkommen recht. Und um mal kurz mich selber zu zitieren, Muskat ist natürlich eins der legendären Kippgewürze. Da kann man ganz schnell den neuralgischen Punkt überstrapazieren, zu viel reintun. Und da wird aus einem köstlichen Kartoffelbrei eine widerwärtige Matschepampe, die man wirklich nur noch den Hunden. Ja, Muskat ist einfach Gift. Du hast vollkommen recht. Ja. In Maßen genossen, schön. Ja, das reicht. Das wird reichen. Ja, das flog noch nichts. Ist gar nichts rausgekommen. Hast du gebrochen? Hast du gebrochen in der Dose? So. Aber jetzt würde ich das Ganze erstmal am liebsten probieren. Nee, Butter reinballern. Was sagt der Chat? Noch mehr Butter? Ja. Ordentlich wegbuttern, haben sie geschrieben. Ist doch viel zu viel Butter. Nein, du willst mir... Glaube ich nicht. Das ist doch gar nicht so viel. Also sieht wirklich nicht so viel aus. Es ist schon... Wie viel ist das? 40 Gramm? Keine Ahnung. Wie schmeckt es denn? Ungesalzen. Sehr gut, aber... Mit Butter. Wirklich, ist butterig genug. Ja? Ja gut, ja. Dann vertraue ich dir. Du musst jetzt noch essen. Und ich bin normalerweise, glaub mir, ich bin kein Buttergeizer. Ja. Gut. Ja, willst du noch Milch reintun? Willst du sagen, das ist echt... Ich wollte nur sagen, dass normalerweise Butter ist bei mir ein gern gesehener Gast. Okay.
Ja, wie ist der geschmacklich? Ich finde, warte mal, ich zeig dir mal einen Kameralöffel. Ich finde nämlich, dass das eigentlich sehr gut ist schon. Ja, dann bin ich doch ganz stolz auf dich. Du bist ja, du hast ja die letzten beiden Tage auch Kartoffelpüree gemacht. Und ja, das sieht gut, das sieht doch perfekt aus. Jetzt mal ganz, wow, wow, Colin, sieht super aus. Ich kann auch richtig vorstellen, wie es gerade riecht bei dir. Muskatnussmäßig alles gut? Ein bisschen noch. Okay. Nee, aber es wird nicht butterig genug. Ich würde auch kein Salz mehr reingeben. Vielleicht einen Hauch, aber muss nicht. Ja, aber das der Kassler ist ja auch schon sehr salzig. Ne? Das darfst du auch nicht unterschätzen. So, was mit den Zwiebeln? Ballern die auch schön rein da hinten in der Pfanne? Werden die knusprig? Ja, die Frage, wie willst du sie denn jetzt haben? Ja, ich hätte sie schon gerne angeröstet. Nur am Anfang, wenn du sie am Anfang sofort wegröstest, dann hast du, hast du verbrannte Zwiebeln, die einfach nicht geil sind. Ja. Aber ich hätte natürlich im Endeffekt schon Röstzwiebeln. Das wäre schon wichtig. Das darf, dürfen sie schon werden. Cool. Ja, Röstzwiebeln werden schön. Kassler sieht auch gut aus, glaube ich, ne? Ja, also... Also der Kassler darf auch so ein bisschen... So, ja, das muss er mindestens haben. Ja, das muss schon so sein. Ja, dann würde ich nämlich sagen, das Kassler, ich habe es ja runtergedreht, wenn du sagst, das andere darf auch so. Also... Das muss auf jeden Fall so, das wird sich schmecken. Und du kannst dann auch aus dem Fett vom Kassler und aus dem Fett von den Zwiebeln eine wunderbare... wie nennt man das denn? Eine Vinaigrette ist ja Essig. Also ein Überguss für deinen Brei machen. Wundervoll. Ah, ja. Dann nimmst du einfach so einen kleinen Teelöffel von dem Fett. Das ist wundervoll. Ah, ja, das ist geil. Da brauchst du auch keine Soße, ne? So Bratfett über Kartoffelbrei. Oh ja. Das ist für mich an meine Kindheit. Das ist wirklich geil. Schöne Fettsuppe drüber. So. Bratensud ist Liebe. Ja, sieht schon sehr gut aus, Colin. Ich bin begeistert. Du hast es fast, glaube ich, geschafft. Ich zeig dir mal kurz. Du musst natürlich jetzt einmal abschmecken, weil ich sehe nichts von den Zwiebeln, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie die ausschauen. Ja, sind noch ein bisschen bunt, sag ich mal. Also ein bisschen bunt dadurch, dass sie mich im Stich gelassen hat. Aber ja, okay, aber das sind doch schon schöne Jahrmarkt-Zwiebeln. Ja, finde ich auch. So ein bisschen, wenn es mal schnell gehen muss, zu Rush Hour, ne? Kannst du mal eine Zwiebel probieren, bitte? Einfach, dass du auch mal testest, wie die ist. Ja? Ja, lecker. Haben diese leichte Süßigkeit, diese Würze. Könnt ihr auch geil über den Steak jetzt einfach legen. Ja, genau. Also übrigens, im Chat kam gerade die Frage auf, beziehungsweise der Unmut auf, wie man den Kassler braten könne. Eigentlich sei es ja eher was vielleicht für einen Blätterteig oder zum Kochen oder so. Aber du kannst natürlich, vielleicht ist auch was Norddeutsches, das weiß ich nicht, du kannst natürlich Kassler braten. Selbstverständlich. Also da muss ich ehrlich gestehen, dass ich da keine Erfahrung habe. Kassler ist immer so ein Gericht, das esse ich nur, wenn es irgendwo angeboten wird und es keine Alternative gibt. Gar nicht, weil ich es nicht mag, aber irgendwie, ich bin mit Kassler nicht groß geworden und habe nie so eine ganz tiefe Leidenschaft für diese Pökelgerichte so entwickelt. Aber ich mag das, es wird hoffentlich gleich gut schmecken, aber ich habe da keine Erfahrungswerte. Deswegen, ich habe es noch nie selber gemacht, das ist eine absolute Premiere. Und wenn du sagst, braten, dann brate ich es. So. Das freut mich sehr. Geilo, und dann würde ich was sagen... Was kommt denn jetzt noch? Naja, jetzt kommt eigentlich dein Teller. Wenn du alles mal probiert hast, ich weiß nicht genau, ob wir deinen Sauerkraut irgendwie retten können. Da habe ich den Eindruck gehabt, da hast du am wenigsten Gefühle mit dem Sauerkraut. Ja, ich glaube, das ist aber auch das Problem, wenn du natürlich einfach so eine Dose... Also es gibt bestimmt, das wäre dann wieder was für einen Test, mal Sauerkraut-Varianten. Da gibt es ja bestimmt dann auch solche und solche. Es gibt ja 100.000 Dosen-Varianten und Hersteller. Ich weiß nicht, inwieweit man das, also wenn das Ausgangsprodukt schon vielleicht nicht so dolle ist. Na, du könntest immer noch jetzt, was du vor ein paar Sekunden machen kannst, ein bisschen... Butter rein. Na, Butter bringt da nichts, sorry. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist Ingwer übrigens, da kotzt man von, habe ich mal gemacht. Das ist richtig ekelhaft. Ingwer? Ja, das geht gar nicht, habe ich mal vergriffen. Sehr schlechte Idee gewesen. Aber vielleicht hast du noch so ein bisschen Gemüsebrühe oder so ein Brühwürfel oder irgendwie sowas. Damit könntest du noch ein bisschen was retten. Ja, das schmeckt halt einfach so ein bisschen, keine Ahnung, als ob so eine Moorleiche ihre Haare in Essig eingelegt hat und du
Aus welchem Grund auch immer geraten sie in deinen Mundraum. Und du kannst beim, pass auf. Ein bisschen Salz, ein bisschen sauer, aber hallo Geschmack auch irgendwie. Ja, dann nimm doch noch so ein bisschen Gemüsebrühe, das hast du bestimmt. Und beim Kassler solltest du jetzt aufpassen, weil die Gefahr, wenn du Kassler anbrätst, ist die, dass er trocken wird. Also jetzt müsst du mal langsam gucken, dass er nicht trocken wird. Sonst musst du noch einen Schwapp Wasser reintun, oder? Zumindest von dem, oder vielleicht von dem Sauerkrautwasser ein bisschen reintun oder so. Ja. Das geht halt auch. Das ich habe jetzt alles runtergedreht hier. Ja, okay. Wenn es wirklich das nicht zu trocken wird. So. Und dann ist alles gut. Dann sag du mir nochmal, ich mach mal dann noch deine Idee mit dem Rinder oder Gemüse oder Hühnerbrühe. Ja, wenn du, also Gemüsebrühe geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, der Chat hat richtig eine Diskussion gerade, Colin. Ob man Kassler anbraten darf oder nicht. Ja, und? Es kann man da nicht ein Vote machen? Was? Hi. Oh Gott, ich hoffe. Ich höre dich, komm noch. Aber. Oh Gott, hört ihr mich noch? Oh nein. Oh doch. Oh nein. Seht ihr mich noch? Ich winke mal und gucke auf die Verzögerung. Denn ich habe das Gefühl. Ja, ich bin noch on air, meine Freunde. Aber Krogi nicht. Könnt ihr mal kurz bestätigen, dass ich noch on air bin? Ja, ne? Ja. Krogi, man hört dich nicht. Das ist ja schade. Du wolltest gerade natürlich den ewig schwelenden Kampf zwischen Nord und Süd, den Glaubenskampf in Richtung Kassler erklären. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Heute haben wir uns für eine Variante entschieden. Und ich glaube, in deinem Sinne werde ich jetzt einfach mal einen Teller aufmachen. Denn wir sind schon 3 Minuten drüber. Nein, sind wir nicht. Wir wurden ja verspätet in die Sendung geleitet. So, ich nehme das mal nicht. Hol mal einen Teller. Das kann auch an mir liegen. Ja. Da ist er wieder. Michael Krogmann, meine Damen und Herren. Da ist er wieder. Michael Krogmann, meine Damen und Herren. Ja, ich höre dich. Da ist auch was. So, sag mir bitte, wie ich es auftun soll. Zwiebeln, wo kommen die rüber? Ich habe es noch ein bisschen gewürzt, also mit ein bisschen Gemüsebrühe. Aber ich glaube, das ist jetzt nur noch Beiwerk. Also ich setze meine größte Hoffnung jetzt nicht auf das Sauerkraut, zumindest nicht in der Solo-Disziplin. Kümmel habe ich Kümmel, doch. Schönen Kümmel noch rein. Könntest du machen. Nee, Kümmel habe ich nicht. Nee, dann ist egal. Komm, du hast die Kür, hast du geschafft. Also die Kür hast du nicht geschafft, die Pflicht hast du geschafft, die Kür machen wir nächstes Mal. Dann nimm dir mal einen Teller zum Anrichten, bitte. Ja. Und dann will ich aber auch sehen, was du uns da kredenzt. Ich drehe mich jetzt mal mit dem Rücken hier, ne? Ja. Ja, weißt du was? Jetzt sehen wir ja gar nichts mehr. Ey, ihr sollt ja nicht sehen, wie ich anrichte. Wieso? Hast du die Hose auf oder was? Ja, danke. Stellen Sie es ab. Trinkgeld per PayPal. Ja. 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 Vielen Dank. Grüße an den Chef. Ich weiß, dass Sie heute eigentlich geschlossen haben. Eieiei. Ei, ei. Danke. Ich bin fast fertig mit Anrichten. Die geheime Zutat war das, ja? Ja. Das schön war die geheime Zutat reingeballert. Ich habe hier so wenig Arbeitsfläche in dieser Küche. Das ist... Oh Gott. Okay, ich muss aber kurz sagen, der Chat regt sich die ganze Zeit auf, dass wir den Kassler gebraten haben. Das kann man so machen. Das ist ein Urrezept meiner Familie. So, das verteidige ich jetzt. Das ist geil. Und ich empfehle dir, bist du ein Senfliebhaber, Colin? Ja. Also, nicht so Liebhaber wie von manch anderen Dingen, aber generell ja. Achso, ich bin übrigens noch am Anrichten hier. Das sieht aber schon gut aus. Dass du uns das nicht zeigen magst, ist eine Frechheit. Nein, ich finde das immer so all dann so. Ich zeige euch lieber das fertige Produkt gleich. Die Röstzwiebeln über... Ja, bitte über über Sauerkraut, Entschuldigung, über den Kartoffelbrei natürlich. Oh. Wenn ich es nicht selber gekocht hätte, würde ich jetzt richtig Hunger bekommen. Siehst du.
Und nimm auf jeden Fall Bratenfett. Das musst du noch über alles schmeißen. Das musst du sowohl über den Kassler als auch über den Brei. Und ich würde dir wirklich ans Herz legen, wenn du dem Senf nicht abgeneigt bist, dass du den Kassler mit dem Senf gemeinsam verzehrst. Das ist eine Symbiose der Freude. Mmh. Ich könnte echt Fernsehkoch werden, wenn du auf der anderen Seite mich geleitest. Man kann natürlich nur, dass ich mal nochmal gesagt habe, man kann natürlich auch Kassler mit Sauerkraut zusammenköcheln lassen. Das geht. Oh. Ist das gerade der Chat, der dich da auf diese Idee bringt? Das ist... Ja. Es klingt so ein bisschen. Typischer Fall von ich lese, während ich gleichzeitig rede. Und hoffe, dass alle glauben, ich gebe das als meine eigene. Nee, es ist ja aber auch bekannt. Aber ich finde das geiler gebraten, muss ich euch sagen. Da habt ihr schlechte Erfahrungen gesehen. Colin hat auch ein schönes, dickes Stück genommen, das wird nicht zu trocken sein. Da mach ich mir keine Sorgen. Oh. Früher gab es die Minutensteaks, kennst du die noch? 10 Minuten? Nee, eine Minute. Die dünnsten Schnitzellappen der Welt. Alle trocken. Die gab es immer bei Oma. Nein, ein bisschen Senf daneben, das muss ich wegstreichen. Ja, also, wir haben auf jeden Fall Schrank und Uhren-TV, Colin, aber wir vertrauen dir, dass das ganz meisterhaft wird, dass das sich auch lohnt, dass wir jetzt nicht sehen, was du tust. Ich hoffe. So, Freunde. Ich komme jetzt feierlich zur Kamera. Und bitte Senf, ne? Senf? Ja, geil. Oh, schau mal! Hast du genug Fett drauf gemacht? Ja, ne? Auf dem Kartoffelbrei ist Fett drauf. Du wieder, guckst dir an. Wie der Fettrand an einem... Oh, guck dir das mal an, hier Kartoffelpüree, ne? Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Man sieht super. Das leicht verfärbte Fett, was da shit, unten liegt, ist wie so ein Meer eine Insel umspült. Oh, guck, da läuft... Oh! Ja, was sagst du? Riecht's gut? Schaut gut aus. Also ich hoffe, ich weiß nicht, wie der Farbabgleich ist, aber es sieht hier in Natur ganz köstlich aus. Oh! Mach mal ein Bild für Sam. Oder auch, warte. Oder? Also, ne? Anton, das war das Gratis-Service für dich, für das On-Demand. Wundervoll. Ja, ich weiß nicht, ist das doch Teil der Sendung, dass man das probiert? Ich meine, das ist ja eigentlich irgendwie sonst total banal, wenn man jetzt kocht und man probiert es nicht. Weil das ist ja irgendwie wie so ein Sexualfilm ohne Ende. Ja. Also, sorry. Wenn es nicht auf Kamera ist, ist es nie passiert, ne? Ja, absolut. So. So, jetzt geht's natürlich ein bisschen los. Ich gebe aber zu, du erinnerst dich an meine Fettangst am Anfang. Ja. Schneid trotzdem mal in den Bauch, nur um sicher zu sein. Da war nämlich am wenigsten Fett. Ja, bitte. Ich schneide mir mal so ein schönes Dreieck raus. So, das muss ich mal so probieren, weil das kommt vom Metzger. Da bin ich immer sehr gespannt. Ich liebe den Metzger. Ich habe mich zum Beispiel in Sachen Hackfleisch noch nie enttäuscht. Und ich habe da bestimmt schon 9 bis 10 Tiere in Hackform. Man kann das nicht sehen, was du reingezeigt hast, aber egal. Weißt du? Jetzt sag mir, dass angebratener Kassler nicht so scheiße ist. Ist es nicht. Und es ist auch nicht staubtrocken. Also, hätte vielleicht ein bisschen kürzer, aber es ist noch gut. Oh, jetzt, pass auf, es kommt. Da freue ich mich am meisten drauf. Die Kombination aus Röstzwiebeln. Es kommt auch Mila wieder. Ihr seht sie, ne? Ah, ne, ihr seht sie nicht. So, pass mal auf hier. Oh. Süß, trotzdem würzig. Okay, jetzt mache ich mal einmal die Kombinationsgabel. Bist du jemand, der so Sachen immer gerne getrennt voneinander isst, wenn er so ein... Oh, kommt drauf an. Aber das Essen tatsächlich nicht. Also bei der Speise finde ich das gemeinsam richtig stark. Das ist irgendwie so ein Essen, was zusammengehört. Da kommt auch viel zusammen, nämlich jetzt scharfer Senf, super würziges Fleisch, Kartoffelbrei als so eine richtige leckere Mauschelmasse, dann diese süßlich würzigen Zwiebeln. Muss ich mal gucken, wie ich das alles... Ja, gut, ist jetzt nicht the taste hier, ne? Oder wie heißt das, wo die diesen Löffel machen? Ja, ja. Ich mach das einfach mal so hier. Bei diesem Löffel, da stimmt nichts. Es fehlt Soße auf jeden Fall. Ich finde das Bild schön. Man sieht einfach nicht deine Augen. Das ist einfach wundervoll. Ach du, Mann. Es
ein bisschen wie die deutsche Howard Stern Show in richtig billig. Gefällt mir. Es braucht keine Soße, Krogi. Cool. Ich bin ja auch normalerweise auch so ein kleiner Soßen, ohne Soße, ohne mich, ne? Ich habe da mal ein Buch geschrieben. Ja, Soße, Messer, Soße, Gäbel. Ich muss noch mal so eine Kombigabel nehmen. Krogi, das ist sehr schade, dass wir das jetzt hier per Ferndiagnose machen. Zumindest für dich. Mhm. Mhm. Denn du kannst das gerade nicht essen. Ja, das ist ein Erbe meiner Großmutter. So bin ich groß geworden. Jetzt weißt du, wie aus dir ein Michael Krogmann wird. Das ist ein gutes Essen. Schmeckt lecker. Ich bin da voll bei dir. Vielen Dank für diese Empfehlung. Rocket Beans, danke für die Gratis-Mahlzeit. Die reiche ich natürlich ein. Die Quittung. Nein, Spaß. Oder nicht? Wir werden sehen. Colin, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du auf mich gehört hast. Lecker. Kocht es nach. Und glaubt mir, wenn ihr Soßenfaschos seid, nein, hier kann man auf die Soße mal verzichten. Das ist wirklich super. Lecker. Ja, dann ist doch alles gesagt. Und lass uns doch jetzt ganz freudig an Du bist übergeben. Denn ich sehe schon die Kollegen gerade sitzen, wie sie alle, naja, sie denken sich, komm zum Ende, Mann. So, und das machen wir jetzt. Jetzt geht es nämlich weiter mit Du bist. Colin, hast du was zu sagen? Nee, außer jetzt kommt Du bist. Ihr seid. Colin Gäbel ist Regie, heute leckeres Essen. Also bis dann, Colin. Schönen Gruß, ja? Ja, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.